Flohsäuer. Hab dich noch nicht auf dem Schirm. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Heute ist der PTU-Patch heute Nacht gekommen. Und ich schleiche mich gerade erfolgreich bei der Saber an Sawyer ran, der mich noch gar nicht entdeckt hat. Ah, jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Immer an der 6. Oh Mann, aber die driftet aber durch wie Sau, ne? Gerade merke ich. Und Rollen hat eine Trägheit. Tatsächlich. Du verschwindest immer wieder vom Radarschirm bei mir, ne? Das ist die Stealth-Eigenschaft wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt mal so schätzen, denn jetzt bist du wieder weg. Das Schiff ist wahnsinnig, ja, vom Design wahnsinnig schnittig und sieht aus wie ein Tarnkappenbomber, hat auch diese Eigenschaften wohl. Ist ein leichter, mittelschwerer Jäger, wenn man das so sagen darf. Der Ninja von Star Citizen und endlich kann man ihn fliegen. Ja, ich muss echt sagen, so Gehkräfte sind enorm. Ich lasse das Schiff sich mal kurz erholen. Afterburner ist sehr effektiv. 260 habe ich jetzt hier sogar in der Spitze drin. Das Schiff ist von der Steuerung, das Rollen setzt Träger an, ist dann aber sehr schnell. Wenn ich den Afterburner benutze, kann ich auch dieses Trägheitsmoment schnell überwinden, aber ungewöhnlich, ne, im Rollen. Sie hatten sehr schwierigen Moment im Anfang des Rollens, ne? Das wird dann schneller, aber sie muss erstmal wirklich eine Menge Trägheit überwinden, ne? Und wenn du gerade vom Backbord nach Steuerbord rollen und sowas wechselst, dann ist es im Endeffekt sehr behäbig, sage ich mal. Ja, das spüre ich auch im Strafen, ne? Wenn man jetzt nach links straft. Na, obwohl, die erholt sich schnell, wenn man straft, ne? Ja, das geht besser. Aber sie sackt durch, da braucht man wahrscheinlich den Afterburner. Ja, das funktioniert. Um die wieder auf Kurs zu bringen. Oh, schwank, schwank. Man fühlt sich ein bisschen betrunken damit, ne? Mhm. Oh, du hast hinter dir den Asteroiden, ne? Mhm, hab ich gesehen. Und man sieht jetzt schon hier, Sawyer fliegt vorbei. Wow, der Sound ist geil. Man sieht jetzt schon, dass die eine relativ fette Silhouette hat. Aber ich verliere dich ständig aus der Zielaufschaltung. Ich jetzt gerade nicht. Ja, vielleicht ist es auch ein Fehler gerade in deinem System. Ich habe auch hinten keinen Projektor vom Schild, ne? Nee, habe ich aber auch nicht. Also wird nicht angezeigt, zumindest gerade. Mhm. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde auch jetzt im Cockpit selber tatsächlich so, wir haben hier ein volles HUD, das sehen wir ja. Wir haben sogar das 3D-Holo-Radar von der Hornet. Aber die Reflexion in der Scheibe und auch diese Beugung in der Scheibe, ja, die finde ich ein bisschen störend im Außenbereich, es, ne? Ist es sehr hart, ne? Also gerade in so einer Map, die jetzt viele Reflexionen bietet, wie dieser Planet, der unter uns ist und die ganzen Asteroiden, da hast du jetzt ja, das wirkt ja fast wie Rauch im Cockpit, ne? Ja, das spiegelt alles zurück und wir sehen es auf diesen Kunststoffscheiben. Aber das Rollen sieht schon geil aus, ja? Wenn ich jetzt so hinterherfliege. Ah, jetzt habe ich den Afterburner mal richtig angeschmissen. Jetzt bin ich bei 390. Naja, es ist aber... Das ist tatsächlich Gefühl eher wie einem modernen Jäger, ne? Mhm. Das im Vergleich zur Hornet ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl. Wobei der Afterburner bei mir, der Boost jetzt schon aufgebraucht ist. Ich kann trotzdem beschleunigen. Achtungsfeuer, ich komme. Mhm. Hast gesehen? Nee, leider nicht. Ich war ein bisschen zu langsam. Ah, jetzt bist du hinter mir durch, habe ich gerade gesehen. Ich mache jetzt mal hier meinen Target-Fokus an. Jetzt sehen wir natürlich ein Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Waffen unterschiedlich. Die einen sind gegimbelt, die vorderen, die Badger-Repeater, ja, das heißt zwei Badger sind gegimbelt und die schweren Panther. Die CF 227 Panther, die sind starr. Vorsicht, schieß einmal, nicht wundern. Mhm. Ja, oh, wow, wow, die Boundary. Oh, ja. That was, ja, knapp. Mein Gott. Wow, mein Arsch war schon drin. Ah. Ich bin jetzt hier im Spectator-Mode übrigens hier gerade, bei dir. Ich gehe mal mit der Geschwindigkeit gerade ein bisschen runter, damit das jetzt nicht normal passiert. Damit ich jetzt einmal von außen das Schiff zeigen kann. Man sieht es jetzt hier schon.
Wir haben einmal die Panther, die in der Karosserie, sagt man das, oder im Hauptchassis, versenkt sind, ja, an den Seiten. Und dann haben wir vorne, die sind jetzt gerade bei, da sind sie wieder, vorne die Badger, die wirken jetzt hier sogar niedlich, ja, bei dem Schiff. Und das sind halt tatsächlich jetzt Hardpoints, beides der Größe 3. Das heißt, man könnte jetzt auch einfach die Gimbals vorne abnehmen und dann, oh, da kommt sie schon wieder, die Boundary. Dann könnte man jetzt hier wirklich 4 Size 3 Waffen einbauen. Das geht aber zurzeit auf dem Holotable noch nicht, ne? Nee, das geht nicht. Das ist schon beeindruckend, ja, von dem Waffenloadout. Vielleicht funktioniert das Gimbal aber auch nur nicht hinten, weil die Waffe vorne nicht ganz, hinten nicht ganz ausgefahren ist, ne? Das könnte sein, ja, das ist wohl wahr. Ich habe jetzt übrigens einen typischen Fehler, der auch in den Patch Notes steht fürs 2.2. Ich kriege jetzt keinen Speed, der über 10 Meter pro Sekunde ist. Steht auch drin, das kann passieren bei der Saber aktuell. Also von daher hoffen wir mal, dass sich das noch irgendwann bessert. Ich nutze das mal für ein paar Außenaufnahmen. Gut, dann mache ich jetzt mal, kann ja mal Folgendes machen, dass ich jetzt mal hier so einen kleinen Waffentest an dir durchführe, würde ich sagen. Ja, bitteschön. Das perfekte Übungsziel, oh, die schwankt, aber da muss ich mich dran gewöhnen. Ist vielleicht wirklich so ein Joystick-Spielerschiff, ja, dass man sagt, okay, man verzichtet eh jetzt auf bewegliche Waffen und macht das halt starr. Mhm. Jetzt habe ich starre Waffen eingeschaltet. Ja, leider verschwindet dieses Zyan hat immer noch bei der Planetenoberfläche. Mhm. So, ich gehe jetzt mal hier auf 390. Das scheint ja irgendwie... Oh, die bremst aber ab wie Sau. Das sind vielleicht die Retro-Thruster, ne? Höchstwahrscheinlich. So. Na, dann schauen wir uns das mal an. Oh, also, ich strafe jetzt mal über Sawyer. Dann sieht man auch die Silhouette, die natürlich sehr, sehr groß ist. Ich mache jetzt mal hier so einen richtigen Wirkungstreffer oben. Auf der Oberseite des Schiffes. Ja, Schild ist schon fast am Kollabieren. Oh. Und jetzt bin ich gestorben. Ja. Interessanterweise habe ich nicht einen Schuss von dir gesehen, aber das macht dir nichts. Ich war über dir direkt. Also ich glaube, ich war hinter deinem Cockpit, deswegen... Nee, ich war in der Außenperspektive. Darum war ich gerade etwas irritiert, weil ich... Naja, aber macht dir nichts. Tja, ich habe das Gefühl, die Hülle ist tatsächlich... und die Schilde sind noch nicht so richtig leistungsstark. Mir ist auch aufgefallen, laut Holotable ist es wohl so, dass dieses Schiff derzeit ein Size 1 Generator besitzt und nur Size 2 Schilde. Da muss man jetzt nochmal gucken, wie leistungsstark die dann wirklich sind im späteren im Balancing-Prozess. Also es ist wahrscheinlich noch nicht fix. Ja. Ich gucke mich mal im Cockpit hier so gerade um. Also es ist natürlich so, dass wie bei Aegis das momentan überall ist, die MFDs sind von der Normalperspektive aus sehr schwer zu erkennen. Wenn man natürlich runtergeht, dann sieht man ein bisschen besser was. Aber das Gute ist, dass man die Energiegruppen und alles im HUD sehen kann, denn da hätte ich keine Lust, die auf den MSDs einzustellen. Also das ist ein bisschen sehr schwer lesbar gerade. Aber man hat sie ja glücklicherweise im HUD. Dementsprechend ist es hoffentlich nicht allzu schwierig. Ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade könnte ich mir, allerdings bräuchte ich die MFDs nicht. Ich weiß nicht, wieso du das siehst, aber ich kann darauf kaum was erkennen. Ja, ehrlich gesagt, so bei der Hornet benutze ich jetzt auch so die Anzeigen, die da sind, kaum. Ja, in einem kompletten Jäger hat, ist man eigentlich jetzt so im reinen Dogfight erstmal für alles so gewappnet. Ja, da braucht man jetzt die anderen Anzeigen gar nicht. Also ich meine, es fliegt sich schon elegant, ja, wenn man jetzt so sieht, wie Sawyer hier rollt und ich irgendwie da rumstraven kann, ist es schon recht präzise. Sie reagiert halt sehr schnell und dadurch muss man sich ganz schön konzentrieren, ne? Das stimmt, ja. Was ich sehr spannend finde, ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du decouplst, dann ist sie halt extrem agil, ne? Also im Decouple dreht sie halt sich sehr, sehr, sehr schnell um die eigene Achse. Das stimmt tatsächlich, ja. Machen wir so Ballett, ja, Saber-Ballett ist das jetzt hier. Das stimmt. Ah, da könnte man auch was anderes ausprobieren. Ich kappel mal wieder ein. Jetzt mache ich meinen Hauptantrieb aus und steuere das ganze Schiff einfach mal mit Manöverdüsen und gucke mal, wie sich es dann verhält, indem ich halt den Speed halt dosiere. Oh ja. Das ist eine ganz gute Methode. Jetzt fliege ich das Schiff komplett über Manöverdüsen. Und da reagiert sie sehr sauber. Da ist auch, witzigerweise, habe ich da mehr Kontrolle.
und kann jetzt hier so Sawyer foppen. Sag mal, Sawyer, hast du wieder Vollspeed oder ist es jetzt hier... Nee, ich habe gemerkt, dass wenn du auf den Precision-Mode wechselst, hast du immerhin 50 statt 10. Aber den Vollspeed habe ich leider nicht mehr. Was ich jetzt mal probieren würde, ist mal zu landen. Auf okay. einem dieser Pads hier. Check. Daher habe ich jetzt mal die Landung aktiviert hier und werde mal versuchen, jetzt hier runter zu gehen. So, dann mache ich das doch auch glatt mal. Dann treffen wir uns mal vor dem Schiff. Also Flugeigenschaften sind empfindlich, würde ich jetzt sagen. Reagiert schnell das Schiff, hat aber gewisse Trägheitsmomente im Rollen. Auch Durchsacken ist eine Gefahr. Mit dem muss man halt arbeiten, ja. Sonst wundert man sich dann. Weil das Schiff tatsächlich auch durch diese große Oberfläche und durch das Restgewicht, glaube ich, dann einfach dazu neigt, durchzusacken, ne? Ja. So, mal sehen. Lässt er mich landen oder ja, nicht? Ja, der Autopilot braucht eine Weile, bis er das gemacht hat. Ich lande jetzt hier gerade im Zeitlupentempo, aber es ist eine schöne Aufnahme mit dem Broken Moon im Hintergrund. Und das ist, glaube ich, jetzt langsam, jawohl, Touchdown. Versetzt werde über die... Ja, ich werde versetzt werden. Das sieht sehr gefährlich aus, was du da veranstaltest. Ich wurde weiter nach vorne versetzt und bin aber trotzdem noch rechtzeitig rausgekommen. Also. Mann, jetzt muss ich hier vorsichtig runterstraven beim Stinky Board. Das ist da immer so ein bisschen... Weil bei mir ja, das Automatic Landing nicht funktioniert. Na komm, Vorsicht. Sie ist aber auch echt wie so eine Mustang, ne? So gefühlt irgendwie. Mhm. Die will nach vorne, die will es schnell. Ah! Die will es schnell. Ja. So, jetzt bin ich aufgesetzt auf jeden Fall. Und steig mal aus. Sehr schön auch, wie das hochklappt, die Konsole, ne? Das wirkt alles ja. wesentlich moderner im Verhältnis zu Super Hornet. Da stecken irgendwie Jahrhunderte dazwischen, ne? Vom Gefühl. Das stimmt allerdings, ja. Also jetzt so mit dem Fliegen, was wir gerade gemacht haben, mit dem Flugtest, ist es schon ein spannendes Schiff. Man fühlt sich wirklich, wirklich wie in einem sehr, sehr modernen Jäger. Mhm. Ich komme mal zu dir rüber, ne? Ach so, ich wollte jetzt gerade zu dir. Oder dann komm zu mir. Du stehst so schön mittig. Ich bin ja da irgendwie so ein bisschen in diese komischen Silos da reingeflogen. Also von daher komme ich mal zu dir rüber. Man sieht auch hier vorne, ne? Die Retrothruster sind natürlich hier enorm. Ja, die sind im Grunde, würde ich mal schätzen, von der Leistung ähnlich stark wie der Hauptantrieb. Mhm. Da die zweistrahlige Maschine. So, jetzt bin ich gelandet. Bin jetzt da. Ah ja. Mhm. Flügel hat sie nicht eingeklappt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie sie überhaupt je ausgeklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, sie sind da so gerade. Mir ist es nicht aufgefallen, dass sie ausgeklappt hätte jetzt in der Außenansicht, aber ich kann mich jetzt auch irren. Reißt, ne? Jetzt springe ich hier rauf. Ja. Mach mal einen kleinen Check. Wahrscheinlich darf man hier nirgendwo rauf. No du Step weißt, steht schon drauf. No Step, oder? Das steht ja, doch ja. bestimmt, oder? Ja, wollte ich doch ist sagen. Ist ja quasi der Prototyp erstmal fürs Ausprobieren. Ja, das ja. sieht auch so aus, als wenn die Bemalung nicht richtig... Obwohl, nee, die Bemalung hier oben stimmt, wenn es angeklappt ist. Dann sind die Übergänge der roten Linie wahrscheinlich geschlossen. Ich würde schätzen, das ist so ausgeklappt. Upsa. Ja. Und da hinten sieht man, glaube ich, jetzt irgendwie noch einen Teil der Waffen rausschauen. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich sehr gefährlicher Platz. Wenn jetzt die Tragfläche einklappt, dann werde ich geköpft so von dem Teil. Mhm. Also, wie gesagt, hier sieht man die fetten Panther. Die sind sehr, sehr leistungsstark. Ich glaube, die sind noch eingeklappt zum jetzigen Zeitpunkt. Die müssten eigentlich rausfahren auch. Weil das macht das Schiff ja absichtlich, damit es nicht so schnell aufgeschaltet werden kann. Jetzt sind nämlich auch hier die kleinen Badger in Anführungszeichen sind nämlich auch reingefahren. Man sieht hier den Arretierungsrhythmus, Mechanik, die sieht man auch. Mhm, stimmt, ja. So, ich glaube, das könnte noch ein Bug sein und ich könnte mir vorstellen, dass die Panther auch gegimbelt sind am Ende, ja, des Tages. Mhm. Das weiß ich jetzt aber nicht. Dann haben wir hier drunter noch, aber das sieht man wahrscheinlich gerade nicht. Da komme ich jetzt auch nicht so einfach hin. Hier müssten irgendwo auch die Raketen klemmen. Wie so Flugzeugtechniker, ne? Mhm. Robben wir jetzt hier drunter. Hier unten müssten die Klappen sein. Da sollten jetzt 6 Size 2 Raketen drin stecken. Leider auch erstmal nur die Ignite 2 Raketen, die ja jetzt nicht so zielsicher sind zurzeit. Aber wie gesagt, Raketenmechanik ist auch echt noch in den Kinderschuhen. Und da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Ja, das stimmt wohl.
Das wird bestimmt noch besser. Man kann auch Tempest einbauen. Und da hat das Schiff natürlich dann schon 6 Tempest-Raketen dabei. Und dann sage und schreibe, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müssten wir dann mindestens auf 4 Size 3 Hardpoints kommen. Mhm. Wenn nicht sogar Size 4 Hardpoints, ne? Dann letztendlich, ja. Also wir hätten 4 Size 3 oder vielleicht sogar 2 Size 4 und 2 Size 3 Hardpoints. Also was mir gut gefällt, ist von vorne, dass sie eine sehr flache Silhouette hat, ne? Also das ist sehr platt sozusagen. Das ist natürlich dann wiederum, wenn du es von oben betrachtest, wie du es ja vorhin gezeigt hast, dann ist es wiederum natürlich eine sehr breite Silhouette, ne? Dann ist es halt sehr, dann ist es sehr ausladend, das Schiff zu den Seiten hin. Ja. Aber von vorne wird sie wahrscheinlich relativ schwer zu treffen sein. Das denke ich mal auch. Man wird halt sehr viel nach unten strafen müssen, schätze ich mal, oder nach oben, um immer die Silhouette halt, dem Feind halt irgendwie wegzudrehen. Dass man die immer nur die Schnauze zeigt oder halt wegfliegt. Ich meine, die ist halt auch so schnell, dass man es halt auch schaffen kann, mit dem Schiff schnell wegzufliegen. Ja. Also der Speed ist schon beeindruckend. Ich glaube, ich war vorhin bei einem SCM von 265 ohne Boost. Und das ist schon sehr, sehr, sehr fix, ne? Extrem schnell, ja, die Maschine. Aber wie gesagt, halt auch nicht einfach zu steuern dann, ne? Dann wirken halt die Trägheitskräfte schon sehr, sehr stark. Und da muss man sich dann auf den Afterburner verlassen oder auf den Boost, um das Schiff wieder zu stabilisieren. Mhm. Dann haben wir hier hinten, ich bin jetzt gerade mal raufgeklettert auch nochmal, wir haben hier oben dann die klassischen Aegis Rollthruster, ne? Die hast du ja auch an der Gladius dran, hinten. Ach Gott. Ne? Diese Rotationsdinger, was genau. Weiß ich mal wieder nicht. Ich bin ja so bei Jump'n'Run halt. Jetzt. So, die hast du hier hinten dran, ne? Die beiden an Steuerbord und an Backbord sind 2 von den Rotationsthrustern dran. Hier vorne auch die Kugelgelagerten. Also es ist sehr ähnlich zur Gladius, ne? Wie du es aufgebaut ist. Deshalb glaube ich auch, dass du diese Trägheit hast, wenn du rollst. Dass sie erstmal eine Weile braucht, um überhaupt die Masse bewegen zu können. Und bis sie dann wirklich in Fahrt ist und dann wird sie halt relativ schnell. Da wird sie schnell, man muss halt vor allem den Boost auch benutzen dann, ne? Mhm. Zum Rollen. Also gerade wenn man so die Trägheitsmoment überwinden will, dann hilft der Boost halt enorm. Müssen wir mal abwarten, wie das dann tatsächlich später halt so im Kampf jetzt, im großen Battle Royale ist. Wie lange man braucht, um sich halt dran zu gewöhnen an diese Flugeigenschaften. Ja? Es ist jetzt kein Schiff, was jetzt super leicht zu fliegen ist, aber ich glaube, wenn man sie ausfliegt, dann wird sie, glaube ich, schon das Spiel dominieren können. Merkt man schon, da steckt halt wahnsinnig viel Power dahinter bei der Maschine, ja? Ja. Aber halt kein Jäger, wo man jetzt einfach lossprintet auf den Gegner zu frontal, sondern ich denke, da muss man sehr, sehr gut manövrieren mit der Kiste. Das glaube ich auch, ja. Ja, also aber ansonsten schick. Also muss ich mal so sagen. Ach so, für alle, die es noch nicht wissen, die Leute, die PTU-Zugang haben, die können das Schiff auch jetzt testen. Genau. Das sind übrigens 6.000 Invites, die jetzt am Anfang rausgegangen sind. Das wird jetzt in 4 Wellen gemacht. Das heißt, immer mehr. Die 4. Welle soll dann hoffentlich schon auch frei für alle sein. Und ansonsten wird es sich jetzt immer weiter aufstaffeln und immer mehr Invite-Wellen kommen. Wir nehmen zu diesem Zeitpunkt noch Wetten an, wie viele PTU-Patches es geben wird. Mein Tipp ist so, Echo, PTUE, bis es dann zu 2.2 kommt im Live-Release. Aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Vorgehensweise. Das heißt, ihr könnt euch da erstmal zurücklehnen. Wenn ihr den PTU-Invite bekommt, habt ihr auch eine Saber. Denn die soll jetzt vor allem getestet werden. Also das haben sie extra geschrieben, ne? Dass sie unglaublich viel Feedback zur Saber abbrauchen. Aber das ist doch super eigentlich, ja? Dass man jetzt wirklich eine ausgedehnte Testphase macht und dann das Schiff ausgetestet und vielleicht mit weniger Kinderkrankheiten für den offiziellen Live-Patch startet. Witzigerweise passt es ja auch zur Geschichte, dass diese Saber als Prototyp tatsächlich noch nicht vom Militär eingesetzt wird bis jetzt oder gekauft wurde, sondern erstmal für den zivilen Markt ein paar Modelle verkauft wurden. Ich bin mal gespannt, wenn es ein bisschen stabiler läuft, vielleicht mit dem nächsten PTU-Version oder ähnlichem, wenn man dann mal einen ordentlichen Dogfight damit machen kann und man alle Waffen dran hat und vor allem auch nicht nur 10 Meter pro Sekunde Speed, wie ich jetzt zum Schluss, wie sie sich dann wirklich macht, ne, im richtigen Fighting-Test. So. Da machen wir einen Fighting-Test, ein bisschen Let's Play zu, ne? Genau, würde ich nämlich auch sagen. Das kommt dann als nächstes. Cool. Ja, in diesem Sinne, wa? Sind wir durch, glaube ich? Sind wir durch, kommen jetzt ins Bett und werden dann irgendwann heute Abend wieder aufstehen
und dann das Schiff mal für uns durchtesten, ne? So ist es, klar. Also in diesem Sinne, das war unser Ersteindruck jetzt hier im Freeflight, die Saber einfach mal für uns, unter uns zu testen und für euch natürlich, um sie einmal vorzustellen. Schreibt uns drunter, wenn ihr selber getestet habt, wie ihr das Schiff so empfunden habt oder was ihr noch für Fragen habt für unsere zukünftigen Tests, auf jeden Fall. Liked und disliked die Episode und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann in jedem Fall den Channel abonnieren, da freuen wir uns sehr. Wenn ihr uns selbst unterstützen wollt als Channel in unserer Arbeit und für die Zukunft, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal bei Patreon vorbeischaut. Da könnt ihr dann direkt für uns etwas Gutes tun und auf diese Art und Weise dann auch ebenfalls up-to-date bleiben und ein paar Behind-the-Scenes-Sachen abgreifen. Ja, gut, Wiesen, ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal online mit unserem Abschlussspruch. Bist du bereit? Ich bin bereit. Finger ist schon in die Höhe gestreckt. Alles klar. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Das klang synchron.